Ich hatte ein kleines Unternehmen, ein Serviceunternehmen in Baden-Württemberg, das bis 1998 und war damals schon für die Automobilindustrie unterwegs gewesen. Es waren aber mehr so Serviceaufträge und ich hatte das Angebot, komplette Anlagen für die Auto- und Fahrzeugindustrie zu bauen. Und das wäre in Baden-Württemberg einfach zu schwierig gewesen. Damals schon war Fachkräftemangel schon in Baden-Württemberg Ende der 90er schon vorhanden. Und da haben die neuen Bundesländer natürlich ganz andere Voraussetzungen geboten. Und ja, über einen Freund, der von der Treuhand hier ein Unternehmen in Neugersdorf erworben hat, hat gesagt, kommst du mal zu mir, schau dir das doch mal an, die Oberlausitz. Dann war es auch noch der Zufall, dass mein Vater gebürtig der Oberlausitzer ist. Da habe ich gesagt, Mensch, in die Oberlausitz, das wäre natürlich, würde ich gerne gehen. Bin dann einfach mal spontan mit meinem Bruder hierher gefahren, hat mir sofort gefallen, hatte die ersten Kontakte zu den ersten Kollegen, damals von der anderen Firma gehabt. Da habe ich gesagt, das ist ein sympathischer Schlag und die Menschen wollen was. Die wollen arbeiten, die waren teilweise frustriert, 90er Jahre. Wahnsinnig hohe Arbeitslosigkeit, 25% und mehr. Viele, viele Menschen oder Tausende von Menschen sind jedes Wochenende gependelt oder jede Woche nach in die alten Bundesländer. Und die haben richtig danach gelächzt, dass attraktive Arbeitsplätze auch hier im Osten Deutschlands entstehen. Ja, und da habe ich ziemlich schnell entschlossen, in Neugersdorf mit damals noch mit drei anderen Partnern eine Firma gegründet. Wie gesagt, erst in Neugersdorf. Und in Neugersdorf ist uns das dann nach knapp 10 Jahren zu klein geworden. Also die Firma ist wahnsinnig schnell gewachsen. Und dann war ich auf der Suche nach einem größeren Grundstück. Und dann bin ich in Oppach gelandet. Und deshalb machen wir das Interview jetzt gerade hier in Oppach. Die Oberlausitz hat sich enorm entwickelt und auch insbesondere der Landkreis Görlitz. Wir gucken uns andere Gebiete in Sachsen an, Leipzig, Chemnitz, Dresden. Das sind immer so die Hotspots, die auch immer viel Betrachtung oder viel Anerkennung erhalten. Und hier ist keine Großindustrie hergegangen, sondern es ist der Mittelstand, der sich hier hochgekämpft hat. Das sind alles viele Familienunternehmen, wo die Familie mit involviert ist und die Familie auch mit Herzblut jeden einzelnen Mitarbeiter kennt. Und ich glaube, das zeichnet dann einmal die Unternehmen aus und die Mitarbeiter, die schätzen das auch, dass es Familienunternehmen sind, wo nicht irgendwo in einer Aktiengesellschaft von der Ferne irgendwas bestimmt, was wird hier, wie sieht die Strategie aus, weil die Menschen, die Unternehmer, die den Firmen gehören, die leben auch hier und die wollen, dass es dieser Region gut geht. Der Region und den Menschen. Und deshalb, denke ich, wird hier ganz gut investiert. Ich investiere hier, ich habe in der Vergangenheit investiert und für mich steht fest, ich werde auch weiter hier investieren. Als ich die Firma gegründet habe, irgendwann gab es den ersten Mitarbeiter. Das war ein Facharbeiter gewesen. Und wir bilden auch viele aus, viele Facharbeiter. Wir haben aber auch sehr, sehr viele Ingenieure. Und die Möglichkeiten im Unternehmen sind, ich sage mal, grenzenlos. Die Basis ist natürlich immer eine gute Qualifikation. Da haben wir Rahmenverträge, fangen wir sehr früh an mit Schulen. Wir haben eine Kooperation mit dem Gymnasium. Wir haben Rahmenverträge mit dem Berufsschulzentrum in Bautzen, mit der Berufsakademie, mit der Universität oder Hochschule in Görlitz-Zittau. Aber das ist die Basis. Alles andere macht man dann hier. Ne? Ist dann jeder seines Glückes Schmied. Man fängt dann hier an mit der entsprechenden Qualifikation. Und da kann es auch mal sein, dass ein Facharbeiter, der aber einfach mehr in sich spürt, ich will mehr als nur den Beruf, den ich mir erlernt habe, das sind keine Grenzen gesetzt. Also bei uns sitzen heute Mitarbeiter in der Führungsetage, die mal mit einem ganz normalen Facharbeiter bei ATN gestartet sind und sich in den vielen laufenden Jahren dann nach oben gearbeitet haben. Und das sind auch mir dann manchmal sogar die Liebsten, die kennen die Praxis, die wissen, wie rau die Luft auch beim Kunden draußen in der Autoindustrie sein kann.
Und die sind gestanden und haben sich das ganze theoretische Wissen, was man auch braucht, kaufmännisches Wissen, was vielleicht zur Technik natürlich auch noch unbedingt wichtig ist, angeeignet. Und das sind dann richtig gestandene Frauen und Männer. Mit denen arbeite ich sehr gern. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich ursprünglich in der DDR geboren bin, in Cottbus, bin dann vor der Wende weg, habe dann in Baden-Württemberg lange gelebt. Baden-Württemberg war für mich ein sehr, sehr guter Start gewesen, was meine berufliche Karriere betrifft. Aber in Baden-Württemberg ist alles sehr, sehr eng, es ist alles sehr, sehr hektisch. Und mit der Möglichkeit, hier in der Oberlausitz ein Unternehmen zu gründen, war auch gleichzeitig ein Wunsch in Erfüllung gegangen, in eine Region zu ziehen, die landschaftlich wunderschön ist, wo die Menschen sehr sympathisch sind und wo auch die Basis dafür da ist, wo Familien groß werden können und Familien sich wohlfühlen. Es sind Kindergärtenplätze ausreichend vorhanden, die Schulen sind gute Schulen da und mittlerweile, nicht nur bei ATN, werden attraktive Arbeitsplätze angeboten für Frauen und Männer und natürlich für die zukünftige Generation unserer Kinder. Ich könnte mir oder kann mir nicht vorstellen, woanders zu leben als in der Oberlausitz. Ich denke, ich bin endgültig angekommen dort, wo ich mich wohlfühle.